Ja, ein Schauspielstar vor Gericht. Das ist neben dem Johnny Depp Gerichtsmovie der zweite große Hollywood-Streifen nach diesem Muster. Der Fall, das Drama Alec Baldwin. Ja, wir alle erinnern uns an diesen Moment, der um die Welt ging. Alec Baldwin am Filmset in Santa Fe. Gerade hat er geschossen mit seiner Filmpistole und seine Kamerafrau erschossen. Dieses Bild ging um die Welt. Alec Baldwin, der dort begreift, was passiert ist. Und jetzt kommt das. Die Polizei veröffentlicht ganz neue Kameraaufnahmen vom Fall Baldwin. Wenige Momente nach der Tat. Wir nehmen Sie noch mal mit an dieses Filmset mit diesen Kameraaufnahmen. Aufnahmen einer Bodycam eines der Sheriffs dort. Die Situation, also gerade sind die tödlichen Geschüsse gefallen. Polizisten, Rettungssanitäter dort vor Ort und dann das. Wir hören kurz rein. We're gonna talk to everybody here in a sec. We're getting these guys treated. We're securing the scene, and then we'll get with you guys in a sec. It's their safety, their medical priority first. Also das sind die ersten Worte dort nach dieser Tat, nach diesem Unfall. So hat man das später nachgestellt. So muss das irgendwie ausgesehen haben dort, was dort stattgefunden hat am Filmset. Und sie konnten gerade Teil sein der Minuten nach diesem schrecklichen Unfall, dieser tödlichen Schüsse durch Alec Baldwin. Das also noch nie gesehene Aufnahmen einer Bodycam eines Polizisten, der dort als erstes vor Ort war in Santa Fe. Wir sahen auch Alec Baldwin dann, wie er am Rand stand, eben gerade noch den Schuss abgegeben. Er sagte auch noch, ich hatte die Waffe in der Hand. Der Polizist sagte, wir sprechen gleich in Ruhe und während in dieser Kapelle um das Leben noch der Kamerafrau gekämpft wurde. Unglaubliche Aufnahmen. Ich habe Natascha Wittmann gerade schon eine gute Nacht gewünscht, aber wir wollen zu diesen Aufnahmen noch einmal sprechen, Natascha. Denn sowas, diese Bilder, die haben wir noch nie gesehen. Das sind die Momente, die entscheidenden Momente nach dem Schuss. Alec Baldwin hat diesen Schuss abgegeben. So viel ist klar. Die Konsequenzen für ihn, die sind aber noch lange nicht klar, Natascha. Nee, ganz genau. Und auch in Hollywood, als die Aufnahmen heute veröffentlicht wurden, ja, war Schockstarre so ein bisschen, weil niemand damit gerechnet hätte, dass das Sheriff's Department in Santa Fe diese Aufnahmen veröffentlichen wird, weil die Ermittlungen immer noch laufen. Es ist immer noch nicht klar, was quasi das Fazit dieses schrecklichen Vorfalls sein werden. Aber eines ist sicher, Alec Baldwin sieht auf den Aufnahmen wirklich ja mitgenommen aus. Es ist deutlich, dass das Ganze ein Unfall war, zumindest laut den Aufnahmen, die wir jetzt gerade sehen. Ja, lass das noch mal gemeinsam anschauen, Natascha, und vielleicht mit deinen Hollywood-Augen auch noch mal kommentieren. Also noch mal sie in diese Szene mitgenommen. Die Todesschüsse sind dort gerade gefallen am Filmset in Santa Fe, Natascha. Und dann Rettungssanitäter vor Ort, die Polizei vor Ort, gedreht von dieser Bodycam. Und dann schauen wir eben in die Augen. Du sagst, er wirkte dort natürlich geschockt in diesen Momenten. Alec Baldwin, der dann auch sagt, das ist aus meiner Waffe hier passiert. Ich bin die Person, die die Waffe in der Hand hatte. Hinter ihm sieht man diese Kapelle mitten in der Wüste von Santa Fe und diese Szene wurde da gedreht. In dieser Kapelle, Alec Baldwin sitzt dort, zieht eine Waffe und in dieser Situation ist dann dieses fatale Unglück entstanden, dass die Kamerafrau erschossen wurde. Eine junge Mutter. Hier sehen wir Alec Baldwin, den Megastar, kurz darauf auf der Polizeiwache. Vorher haben wir ihn gesehen, wie er telefoniert, in die Knie gegangen ist, nicht fassen konnte, was da passiert ist, Natascha. Wie fasst Hollywood dieses ganze Drama jetzt auf? Alec Baldwin, hat er überhaupt eine Chance, nach dem, was passiert ist, seine Karriere in dieser Form fortzusetzen? Er ist Vater von zahlreichen Kindern, ich glaube 7, korrigiere mich mittlerweile. Und das nächste ist unterwegs. Aber er hat ja auch noch eine Karriere, auch wenn die natürlich jetzt schon zu dem Zeitpunkt eine große Karriere ist, auf die er zurückblicken kann. Sicher will er aber auch nach vorne blicken. Gibt Hollywood ihm diese Möglichkeit? Es ist tatsächlich eine sehr verzwickte Situation, weil in dem Footage, das wir gerade gesehen haben, besonders auf dem Polizeirevier, ist es bezeichnend, dass die erste Frage, die Alec Baldwin dem Polizisten gestellt hat, war, werde ich angeklagt? So, was wird mit mir passieren? Auf rechtliche Art und Weise. Das heißt, es ist schon ziemlich deutlich, dass Alec Baldwin ja besorgt ist über seine Karriere. Ihm ist bewusst, was das für Ausmaße haben kann. Und ich glaube, solange die Ermittlungen noch laufen, ist es sehr schwierig, ja, zu sagen, wie seine Karriere weitergehen wird. Eines ist jedoch sicher, ich glaube, Alec Baldwin auf seiner Anwaltsseite ist bestens beraten,
die Anwälte haben schon jetzt ein Statement rausgegeben, das besagt, dass die Aufnahmen genau zeigen, dass es ein Unfall war, dass Alec Baldwin unschuldig ist, dass er quasi ja die Waffe in die Hände gedrückt bekommen hat mit der Ansage, dass es eine Cold Weapon ist. Das heißt, dass die Waffe ohne Munition, also nicht geladen war. Danke dir, danke nach Hollywood, danke an unsere Bildreporterin Natascha Wittmann.